Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge meiner FIFA 20 Karriere. Nach dem furiosen Halbfinale gegen Gladbach, hier sehen wir nochmal ein Bild draus. Frankfurt gewinnt dramatisches Elfmeterschießen 4:3, wartet im Finale nun Borussia Dortmund. Heute wartet der ewige Rivale, nämlich Schalke 04. 4 Spieltage haben wir noch, 4 Punkte Vorsprung vor Leverkusen. Wir müssen irgendwie unseren Champions League Platz verteidigen. Und das ist jetzt unser Ziel für die nächsten 4 Spiele. Schon mal ein bisschen vorbereiten, ne? Auf Dortmund natürlich, bisschen warm spielen. Und deswegen würde ich sagen, ich lasse heute, jetzt bin ich am Überlegen, mal wieder die Jugendmannschaft dran. Warum nicht? Einfach mal ein bisschen was riskieren. Mit Enisiri wieder vorne, aber auf der linken Seite, da bringen wir mal Dabogo rein. Der ist ein bisschen frischer. Ja, und ansonsten gehen wir es an. Ich hoffe, euch geht's gut. Lasst gerne wie immer ein Like und ein Abo da. Und dann hoffe ich, dass wir heute einen weiteren großen Schritt machen in Richtung Champions League Platz 4 und somit der Champions League Qualifikation. Ich weiß gar nicht, wenn wir den DFB-Pokal gewinnen, sind wir auch in der Euroleague automatisch? Ich weiß gar nicht, wie das ist, wie die das hier berechnet haben, weil wenn nämlich der Pokalfinalist, glaube ich, unter den ersten 4 oder 6 Plätzen steht oder und dann gewinnt, also ich glaube, wenn die Mannschaft, die unter den ersten 6 Plätzen steht, wie wir zum Beispiel, wenn wir im Finale stehen und wir das auch gewinnen, zählt der 7. Platz auch noch mit zur Euroleague? War da nicht irgendwas? Keine Ahnung, viel zu kompliziert, ey. Lass uns lieber Fußball spielen, davon habe ich mehr Ahnung. Rein geht's ins, glaube, vorletzte Heimspiel, also ins zweitletzte Heimspiel dieser Saison. Und da wollen wir uns natürlich nochmal mit einem Sieg hier gut präsentieren und die Jugendleute dürfen mal wieder ran. Erste Chance hier, Reis. Enisiri kommt leider nicht ran. Und das Schalke-Spiel, war das nicht das allererste Spiel, wo ich die Regler umgestellt habe? Damals noch auf Ultimativ, jetzt auf Legende. Ich glaube, das war sogar das erste Spiel. Und jetzt die Schalker. Ha! Ich stehe noch unter den Einfluss des letzten Parts. Reis macht das super. Und jetzt Maillet. Gegen Oczipka, Ex-Frankfurter, Enisiri, ja. Ist so ein bisschen ein Unglücksrabe, möchte ich ganz ehrlich sagen. Der hat bestimmt auch ganz viel drauf, ist ein großes Talent, aber er kann es leider manchmal nicht so auf dem Platz zeigen. Das ist echt schade. Da haben wir wieder Enisiri, Reis. Dene da Costa schickt Mama je, schön gemacht. Schade, der Kontakt war da von Oczipka. Spätestens zur nächsten Saison haben die auch alle ihre Trikots aus der Hose. Ich sage zwar immer, dass ich es mache und ich will das auch immer machen, aber ich denke dann irgendwie nie dran. Und deshalb sehen sie halt immer noch so aus, wie sie aussehen. Falcao, der Nächste, der den Fußballschuh an den Nagel hängt. Also die Fußballschuhe an den Nagel. So, Reis nimmt mal außen Da Costa mit. Schön gemacht. In der Mitte sind jetzt Maillet, Dabogo, Enisiri, sind viele Leute da, aber Fährmann kriegt den. So ähnlich wie gegen Gladbach. Die Flanken, die bringen irgendwie nichts. Schon seit Spielen irgendwie kriegen wir nichts mehr nach Flanken zustande. Müssen wir uns halt so durchkombinieren. Und dann natürlich auch mal von Weitem draufschießen. Salazar, Enisiri vor Fährmann und er ist drin. Kurioses Ding nach 15 Minuten. Und Yusuf Enisiri, das freut mich wirklich für ihn, trifft mal wieder in der Bundesliga. Das war ein ganz krummes Ding hier. Salazar schießt, der Ball ist stundenlang in der Luft. Fährmann kommt, aber nicht entscheidend. Und dann weiß ich nicht, ob es ein Eigentor ist. Weiß nicht. Enisiri gegen, ich weiß gar nicht, wer das ist. Und dann schauen wir. Boah, es sieht nach einem Eigentor aus. Ich möchte Enisiri jetzt nicht die Freude nehmen, dass er ein Tor erzielt hat. Aber ich glaube, das ist ein Eigentor. Oder wird es als seins gewertet? Nein, es zählt für Yusuf Enisiri sein 4. Tor in der Bundesliga schon. Wann hat er denn die anderen gemacht? Muss ich jetzt ehrlich sagen. Also gegen Hertha hat er eins gemacht, das weiß ich mit dem Kopf. Aber wo er die anderen 2 noch gemacht hat mit dem heute, bleibt mir ein Rätsel. Naja, scheiß drauf. Also Viertelstunde, 1:0 Führung und Yusuf Enisiri trifft. Das wird ihm gut tun. Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Und genau so habe ich mir das vorgestellt. Ein sehr guter Beginn, früher Start. Oh, aber die Schalker, die jetzt zurückschlagen können über Rahman. Und da ist der Ausgleich. Postwenden. 5 Minuten später. Einmal gepennt hinten, einmal mit dem Innenverteidiger rausgerückt. Und dann sind die eiskalt, die Schalker. Da kennen die ja nichts. Das ist ein flottes Spiel hier. Da war der große Fehler. Da bin ich mit, weiß ich nicht, ja, hebt mal alle schön die Hand. Bin ich mit Da Costa oder so rausgerückt, keine Ahnung. Und dann ist Rahman halt einfach ein schneller Mann. Da kommt die Grätsche auch zu spät.
Und Trapp, nee, beziehungsweise Dragowski ist ja die Jugendmannschaft. Bartolomei Dragowski hat leider keine Abwehrchance. So, also 1-1. Muntere Spielchen, aber das hat sich schon durch die ganze Saison gezogen. Also es gab, glaube ich, selten mal Spiele, die 0-0 ausgegangen sind. Es sind eigentlich immer Tore gefallen, ob für uns oder für den Gegner, auch in hoher Anzahl. Na gut. Durm, schöner Ball auf der Bogo, den kriegt er. Nochmal Durm, bringt da eine gute Flanke. Riskante Grätsche von Mascarell. Oder von Harteböhr, weiß ich gar nicht. Aber fairer Einsatz und jetzt wieder die Schalker. Die haben ein gutes Umschaltspiel. Wieder Raman auf der Außen. Da müssen wir einfach auch mal die Grätsche auspacken. Oh, da Costa, das war rustikal. Das könnte auch rot geben. Nein, gibt aber nur gelb. Oh, da hat er dem ganz schön die Beine weggeflext. Erik Durm ist als verletzt angezeigt. Oh, nee, aber jetzt nicht. Komm, Leute, macht nicht schlapp. Hier, zack. Oh, schön aber den Fuß unten abgehackt. Und dann ist es natürlich ein Freistoß, gar keine Frage. So, Ramirez schießt den. Flanke kommt. Da ist Salif Sané. Der ist halt groß gewachsen. Da kannst du nichts machen. Verwirrung. Wieder ein bisschen Geflipper. Aber wir haben den erstmal geklärt. Durm. Und jetzt da Bogo. Schade. Gegen Ozan Kabak. Schön durchgesetzt. So, vielleicht kann er mal einen Sprint anziehen. Der ist schnell. Der ist wirklich schnell. Da Bogo. Läuft da dem Ozan Kabak weg. Aber die Flanke kriegt er nicht hin. Schade. Aber wir kriegen nochmal den Rebound. Reis mit dem Schuss. Also wir versuchen es, klar. Wir spielen trotzdem nach vorne. Durm ist immer noch als verletzt angezeigt. Ich weiß gar nicht, ob ich noch einen Linksverteidiger mit auf der Bank habe. Ansonsten spielt Hinteregger da. Der kann auch überall spielen, gefühlt. Oder er stellt auf eine Dreierkette um. Haben wir halt drei Innenverteidiger. Wir kriegen das irgendwie hin. Also das ist unser kleinstes Problem. Auch immer gewesen. Salazar, gut durchgesetzt. Linz, Reis, wieder Linz und jetzt mal Salazar. So ähnlich wie beim Führungstor. Aber diesmal wird es leider keine Bogenlampe und die Schalker wieder. Das gibt's gar nicht. Schaut euch das an. 4 gegen 4. Sobald die Schalker den Ball hinten gewinnen, geht's rucki die zucki nach vorne. Und es ergeben sich Chancen. Maillé gegen Oczipka. Ja, komm, rein in Zweikampf, dann kriegst du den. Oczipka. Ja, ist einfach zweikampfstark. Oder er macht schlau. Ich weiß gar nicht direkt im Zweikampf, aber so, wenn es um Ballabschirmen geht, da ist Oczipka schon richtig, richtig gut. Enisiri, schöne Vorlage auf Reis. Nächste Chance. Aber wie gesagt, den Jugendleuten, denen fehlt es halt immer noch so ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Kaltschnäuzigkeit. Aber lass die nochmal 2,5 Jahre so spielen oder 2. Dann sensen die jeden Ball rein. Auch aus der Entfernung. So, wir haben noch 5 Minuten. Es ist ein ausgeglichenes Spiel, wie ich finde. Die Schalker, die lauern, so ähnlich wie Gladbach, auf ihre Chancen, auf die Konter. Und wir machen halt das Spiel. Wie in den meisten Spielen der Saison sind wir halt die dominante Mannschaft. Das ist halt so, wie es ist. Aber wir vermassen uns das ganz oft selber, indem wir halt die Chancen nicht nutzen. Indem wir unsere eigenen Chancen leider nicht nutzen. Und somit haben wir auch viele Punkte liegen lassen. Ja, ich muss Durm auswechseln zur Halbzeit. Ich meine, wenn der jetzt die ganze Zeit mit dem verletzten Kreuz da rumläuft, nicht, dass der hinterher auch noch 2 Monate ausfällt wie Gacinovic. Das wäre ein bisschen unglücklich. Fährmann. Vor Enisiri. Marcout nochmal. Geklärt. Maillé. Starker Übersteiger. Bentaleb ins Gesicht. Flanke. Da Bogo. Aber gut, bis auf Enisiri ist halt niemand, der kopfballstark ist. Und ansonsten warten halt alle anderen an der 16er-Linie. Durm, Salazar. Ja, es ist niemand frei. Schaut euch das an. Jetzt stehen wir alle. Jetzt stehen wir. Die Schalker machen das auch richtig gut hin, muss man sagen. Nochmal eine Einzelaktion. Und der war schon im Aus. Schade. Also, 1-1 zur Pause. Leistungsgerecht. Und das ist bei herrlichem Sonnenschein ein sehr gutes Spiel. Ein Mega-Foul haben wir schon gesehen von Da Costa. 2 gut rausgespielte Tore. Ja, und Durm wechsle ich jetzt aus. Ich meine, ich habe sonst keinen anderen Verteidiger. Dann muss Hinteregger mal links spielen. Der kann zwar nur Innenverteidiger, kann irgendein anderer noch. Ah, der tut da. Warte mal, 1,84. Ah, das ist egal. 73er Tempo. Guck mal, Hinteregger ist sogar schneller als er. Also spielt er links. Ja, und wir bringen mal Toko Ekambi für Linz rein. Komm, dass Enisiri wenigstens nochmal einen kongenialen Partner vielleicht hat, mit dem er schon ein bisschen
besser vielleicht harmoniert. Und dann starten wir rein, zweite Halbzeit. Unverändertes Bild, hoffe ich und glaube ich auch. Das Einzige, was fehlt, sind halt die Tore. Die müssen wir machen. Gerade jetzt in der entscheidenden Phase der Saison, wo es wirklich um jeden Punkt geht, wo wir echt zusehen müssen, dass wir uns Leverkusen, oh, schlecht dabei, Leverkusen vom Leib halten. Ich glaube, Stuttgart, Schalke, sind die auch noch mit oben? Da habe ich die Tabelle jetzt leider nicht im Kopf. Müssen wir gleich nochmal gucken nach dem Spiel, wie sich das dann zurechtlegt. Aber auf jeden Fall, um die Konkurrenz wenigstens mal auf Distanz zu halten. Vierter Platz sollte schon drin sein. Salazar reißen. Das machen wir auch wirklich gut. Wir bauen ruhig über die Außen auf und spielen dann die entscheidenden Bälle in den Lauf. Oh, was macht Fährmann denn? Wollt ihr gerade einen Ausflug machen, ey? Maillé, schön gemacht. Reiß, ganz ruhig. Flanke kommt, Abogo. Und Hinteregger ist sogar mit vorne. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Da ist nochmal ein Zweikampfstarker mit vorne. Der schießt auch mal aus der zweiten Reihe drauf mit links. Der hat einen guten Schuss. Wenn er denn dahin kommt, wo er hin soll. Ansonsten kann es auch mal sein, dass der auf dem Frankfurter Flughafen wiedergefunden wird. Aber so extrem ist die Streuung bei ihm, glaube ich, nicht. So, Dabogo. Oben läuft Toko Ekambi, zeigt da gut an. Bisschen zu weit nach außen, aber oh, Toko Ekambi hat den. Schießt sich selber da an, Maillé. Reiß und wieder Maillé. Ja, das machen die Schalke auch gut. Die stellen dicht vor dem 16er und dann bleiben halt nur kleine Lücken, die wir vielleicht jetzt nochmal nutzen können. Enisiri wäre da gewesen. Schade. So, Hinteregger, das meine ich mal. Ein Antritt alleine, das macht er, geht durch alle durch. Hinteregger holt den noch. Flanke kommt. Und wieder Reiß. Jetzt könntest du gerade irgendwie mithelfen. Ihr habt ja auch das Gefühl, manchmal, wenn er so Fußball schaut und du denkst dir, ey, krieg doch den Ball mal ins Tor, da schieß doch einfach mal aufs Tor. Da könnte ich gerade durch den Bildschirm gehen, also in den Fernseher rein und dann quasi mithelfen. Das ist echt manchmal anstrengend zu sehen, muss ich wirklich zugeben. Aber wir machen das super. Schönes Kurzpassspiel auf engem Raum, aber wir kommen nicht durch. Wir kommen einfach nicht durch und ich bin am Überlegen, was wir dagegen machen. So, ich gucke gerade mal. Die Schalker spielen mit so einem 4-2-3-1. Ist das auch 4-2-3-1? Das sieht zu komisch aus. Aber ich glaube, das breitere 4-2-3-1. Ich dachte immer, die spielen mit einer Fünferkette. Ah, ja. Spielen wir mit zwei Stürmern, dann haben wir aber in der Mitte so ein offenes Loch. Ich lasse erstmal so. Ich bin damit eigentlich relativ zufrieden. Wir kriegen halt vorne nicht so die Durchschlagskraft. Und da wäre vielleicht so ein zweiter Stürmer gar nicht verkehrt, dass er einfach nochmal einen zweiten Innenverteidiger auf sich zieht. So, Hinteregger schickt Dabogo. Ah, der war zu weit. Den kriegt Dabogo nicht. Schade. Und dann, ja, ist das bislang in der zweiten Halbzeit eine richtig dominante Partie von uns, auch wenn es nicht zwingend ist, aber Ballkontrolle reicht ja schon. Walker Peters, das ist wieder Ramirez. Im Zusammenspiel mit Hartebeur, Mascarell, Fehlpass. So, und genau diese Situation müssen wir jetzt vielleicht nutzen, um schnell umzuschalten, wenn wir es irgendwie hinkriegen. Enisiri, ja, da hätte ich jetzt gleich durchgecheckt auf Toko Ekambi, aber ein Weißer ist uns da zuvor gekommen. Mascarell jetzt. Gut aufgepasst von Abraham. Riskant. Aber Glück gehabt, dass Hartebeur den nicht richtig kontrollierend bekommt. Dragowski. Oh, der kann diese Abstöße auch. Schade, aber der misslingt. Somit gibt es einen Wechsel bei Schalke. Angel kommt für Marc Uth rein. Angel? Nein. Angel kommt rein. So, Viertelstunde noch. Wir gucken mal, was wir gleich noch machen können für die Bank. Aber wir haben eigentlich nur Jugendleute. Das war jetzt der Fehler der Schalker. Und solche Chancen müssen wir einfach besser zu Ende spielen. Jetzt eine Überzahlsituation. Der ist weg. Na, schwierig. Die Schalker lassen uns ja auch Platz. Sie geben uns die Chancen, indem wir die Bälle entweder gewinnen oder sie selber einen Fehlpass spielen. Und dann machen wir aber zu wenig draus. Schade eigentlich. Und jetzt ist Mascarell durch. Da muss Hinteregger einmal hin. Wieder Hartebeur hier. Das ist eigentlich die Position von Hinteregger. Da muss er mit. Kriegt er die Grätsche nicht hin. Geklärt. Reiß. Gut gemacht. So, und jetzt. Nächste Chance. Lauf doch. Guck mal, ich zeige ihm an, er soll laufen. Dann lauf auch. So.
Toko Ekambi, Maie, rechte Seite. Komm, trau dich mal, alleine. Auf Fährmann, 83. Schade, da fehlt halt noch so ein bisschen die Geschwindigkeit, auch den Mut durchzuziehen, wie ein Philipp Kostic zum Beispiel oder Silva oder Kamada. Aber gut, die haben halt deswegen auch nur eine 68 oder 69 und die anderen schon eine 80. So, da Bogo nochmal, die letzten 5 Minuten. Schöne Flanke, Reiß mit dem Kopf. Ja, aber es bleibt dabei. Durchschlagskraft haben wir heute nicht so viel. Schade. Aber ich habe trotzdem noch das Gefühl, dass hier noch ein Tor fallen kann für uns. Toko Ekambi. Und jetzt Reiß mal mit ein bisschen Platz. Aber leider auch zu zentral. Dann ist das erstmal ein sehr unbefriedigendes Unentschieden. So, wenn es denn dabei bleibt, Salazar. Vielleicht eine Chance haben wir noch. Enisiri, gibt's mal wieder einen Lucky Punch. Enisiri, sieht da Toko Ekambi? Nein, aber es gibt nochmal einen Eckball, komm. Letzte Chance. Letzte Chance in diesem Spiel, das wäre so wichtig, heute nochmal einen Sieg einzufahren. Dabogo, ein kopfballstarke Leute haben wir ja. Dabogo bringt die Ecke, da ist Abraham. Tuta und jetzt pass auf, Hinteregger. Schade, einmal vorbeigelegt. Ich wollte nochmal was Schönes probieren. Aber gut, hat nicht sollen sein. 1:1. Ist ein bisschen dürftig. Aufgrund der zweiten Halbzeit, wo wir echt dominant waren. Ich glaube, Schalke hatte nicht eine einzige Chance. Der Ball schwebt wieder, alles klar. Das war auch ein krummes Ding hier, ganz klar. Da hatten wir Glück, viel, viel Glück, dass Fährmann auch daneben greift oder den Ball nicht kriegt, sondern irgendwo anders hinfaustet, aber nicht den Ball. Ja, ihr seht, ein Schuss aufs Tor reicht manchmal, um hier einen Punkt zu holen. Ja, und dann kriegen wir es nicht zu Ende gespielt. Dann kriegen wir es auch leider nicht zu Ende gespielt. Aber wir haben ja noch 3 Spiele. So ist es ja nicht. Wir haben ja noch 3 Spiele, um das Ganze hier wettzumachen. Noch ein Spieler verletzt. Ich sag euch, das wird Erik Durm sein. Der fällt jetzt auch bis zum Ende der Saison aus. Genauso wie Gacinovic. Wobei mir das natürlich ein bisschen leid tut. Ne? So will natürlich niemand sich von einem Verein verabschieden. Aber, okay, sind nur 3 Wochen. Also der wird, denke ich, nochmal zum Einsatz kommen, im besten Fall. Jetzt haben wir noch Bremen vor der Brust. Tschechien, Nationaltrainer, nein. Leider kein Interesse. So, gucken wir mal kurz auf die Tabelle drauf. Also oben, es wird ein Zweikampf bis zum letzten Spieltag, glaube ich, werden, zwischen Dortmund und den Bayern. Dortmund hat weiterhin 3 Punkte Vorsprung, hat aber das schlechtere Torverhältnis. Ja, 9 Punkte, wir können maximal noch auf den, wenn wir 55 Punkte, wir können maximal noch auf den 7. Platz fallen. Nee, Quatsch, gar nicht. Auf den 6. Also international sind wir auf jeden Fall schon mal. Leverkusen hat aber leider ihr Spiel gewonnen. Also sind es nur noch 2 Punkte. Das wird ein Schneckenrennen. Das wird wirklich ein Schneckenrennen. Wie sieht es unten aus? 31 Spiele, 9 Punkte sind noch zu holen. Ja, rechnerisch ist Union noch nicht abgestiegen. Wenn die jetzt nochmal echt ein Wunder hinlegen und die anderen vorne verlieren, dann können die sich noch auf Platz 15 retten. Aber da muss alles zusammenpassen. Jetzt haben wir nochmal ein letztes Mal Bremen, dann spielen wir nochmal zu Hause gegen Stuttgart. In Augsburg ist dann das letzte Bundesligaspiel und dann eine Woche später reisen wir nochmal nach Berlin zum endgültig letzten Spiel. Also, seid nochmal dran und dabei die letzten Parts. Mich würde es freuen. Macht's gut, wir sehen uns zum Spiel gegen Bremen. Ciao, ciao.